willkommen zum Wiesenhof-Expertentipp zum siebten Spieltag. Dann fange ich mal an. Die Bayern gegen Hannover. Ja, ich glaube, da gibt es wenig zu holen für Hannover. Es wird ein 3:0 für die Bayern. Dann die Dortmunder. Ja, da hoffe ich und glaube ich auch, dass sie die Hamburger auch ebenfalls 3:0 abschießen werden. Paderborn gut gestartet, aber ja, ich glaube nicht, dass in Leverkusen viel zu holen sein wird. Von daher ein 2:0. Die Wolfsburger zu Hause, Augsburg natürlich eine unangenehme Mannschaft, aber ja, irgendwie sind nur Heimsiege dabei, aber auch hier glaube ich, dass Wolfsburg das macht. 3:1. Gladbach sowieso heimstark. Ja, da bleibt mir auch nichts, als auf den Heimsieg zu tippen. Ebenfalls 3:1. So, Hoffenheim, Schalke. Hoffenheim, ja, Schalke jetzt gut drauf. Hoffenheim aber auch nicht so verkehrt, von daher 2:2. Hertha gegen Stuttgart. Beides Mannschaften, die mit uns unten drin stecken so ein bisschen und dann wird es ein 1:1. Und bei Frankfurt-Köln denke ich, dass es ebenfalls unentschieden ausgehen wird, auch 1:1. Und wir zu Hause sind dran, einfach die Punkte zu holen und werden Freiburg 3:1 schlagen. So, das waren meine Tipps und jetzt seid ihr dran.